Bonjour, messieurs, dames. Le passeport, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Das Ding fliegt jeden Gartenzaun um. Einschließlich Haustür. Was ist denn das hier? Achtung, latsch nicht über die Weiche! Ihr seid wohl verrückt, was? Wenn der Alte das merkt, von wem ist denn überhaupt die Tuk-Tuk? Der Alte hat sie uns ja selber gegeben. Erklär mir das mal genau. Also, er war vorhin bei uns drüben und da hat er uns wegen der Sache mit dem Anzug gefragt. Ob du in den Kalk gefallen wärst oder der Kalk auf dich, da haben wir es ihm eben erklärt. Und weiter? Hat er gesagt, wir sollen ein bisschen rüberkommen und mit dir spielen. Dann hat Quintus jede Menge Spielzeug gebracht. Hier, schieß mal. Ich bin nicht im Schützenverein. Geh mal zum Alten rauf, er hat schon dreimal nach dir gefragt. Rein. Entschuldigen Sie bitte, Herr Berthold, dass ich nicht angeklopft habe. Und vielen Dank für das Spielzeug und dass Sie die Gärtnerjungs eingeladen haben. Unsinn. Hauptsache, das alte Gerümpel macht dir Spaß. Mächtigen Spaß. Hat die Eisenbahn vorher Ihnen gehört? Ja. Ich habe auch damit gespielt. Mit deiner Mutter. Aber für Mädchen ist das ja nichts. Dann spielen Sie doch mit uns Jungs. Ach, Unsinn. Bitte, Herr Berthold, uns fehlt der Stationsvorsteher. Ohne den geht's ja nicht. So. Bitte. Achtung, Kurve! Da seid ihr denn des Teufels? Hier kann ja kein Mensch mehr durch. Keine Anordnung. Alles gesperrt wegen Streckenarbeiten. Der Zugang zur Küche wird durch den Garten umgeleitet. Selbstverständlich. Ich werde die Anordnung weitergeben. Aber gleich, sonst kommt der Fahrplan durcheinander. Sind wohl alle total verrückt geworden. Ich glaube, ich werde ja auch verrückt. Wer hat denn die Kurve so eng gebaut? Ich. Da entgleist uns doch jeder Zug. Ehrlich? Unser Stellwerk. Hier, alle Kabel sind schon angeschlossen. Signale kontrolliert? Jawohl, Herr Stationsvorsteher. Also gut, dann übergebe ich die Strecke dem Verkehr. Zurücktreten von der Bahnsteigkante. Stopp! Der TEE Mozart fährt durch. Achtung, Achtung! Die Bimmelbahn nach Gurkenfeld. Vorsicht an der Bahnsteigkante! Zurücktreten! Alle reden vom Wetter, wir nicht! Pass lieber auf dein Signal auf! Ihr Deckel, Herr Vorsteher! Achtung, Zusammenstoß! Die Anlage ist veraltet, muss renoviert werden. Und ich muss an die Arbeit. Soll ich Ihnen helfen? Ich bin ein steifer Bock geworden. Wir müssen ein bisschen trainieren. Turnen oder sowas. Na, das fehlte noch.